Hallo, ich bin Stefanie Wilhelm, Seidenmalerin seit mehr als 10 Jahren aktiv. Ich habe schon Ausstellungen gegeben in Wien, in Costa Rica, Malkurse gegeben. Ich demonstriere sehr, sehr gerne dieses Erlebnis der Seidenmalerei auf der Bühne. Wenn also die Seide gespannt ist, die muss so ein bisschen wie eine Trommel sein, eine gute Spannung haben und die Farbe auf die Seide trifft, dann fließt das. Das kann man natürlich auch toll abstrakt nutzen und insgesamt dieses Erlebnis, dieser Wow-Effekt, das ist der große Kick der Seidenmalerei. Und das ist, wo immer wieder ich mich neu für dieses Medium faszinieren kann. Ich freue mich also wirklich sehr, dass ich euch jetzt hier den ersten Kurs online buchbar der Seidenmalerei auf Deutsch vorstellen darf. Er ist gedacht für Fans der Seidenmalerei und die, die es gerne werden möchten. Wenn ihr also zum Beispiel noch nie gemalt habt und das aber doch gerne mal probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Wenn ihr schon Künstler seid und neue Techniken wollt, seid ihr hier richtig. Ich heule euch ab, dort wo ihr steht. Wir gehen Schritt für Schritt jeden einzelnen Arbeitsschritt der verschiedenen Werke durch. Wir erstellen 5 Seidenwerke. Wir malen mit Organza. Das ist eine sehr feste Seide. Wir malen mit Twill oder auch Habotai-Seide. Wir benutzen Chiffon. Es werden also verschiedene Seiden benutzt und wir malen mit verschiedenen Farben. Sowohl der dampffixierbaren Farbe als auch der handelsüblichen Bügelfarbe. Und ich zeige euch beide Möglichkeiten. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Werke, die wir gemeinsam erstellen. Das können wir als Bild produzieren. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Goethe-Farbenkreis. Denn wir sprechen über Goethes Farbentheorie. Wir sprechen über Newton-Farbentheorie. Wir vergleichen Goethe mit Newton. Wir sprechen über Materialkunde. Es gibt also wirklich 12 PDF, die sind vollgepackt mit meinem Wissen. Ich habe mich sehr bemüht, eine Art kleines Wiki, eine Art Lexikon der Seidenmalerei zu erstellen. Was haben wir denn noch? Ich spreche über die Geschichte der Farben. Ich spreche ganz besonders über die Geschichte des Blau in der Kunst, die Bedeutung, Mystik, wo kommt Blau her? Also dieses Werk, das Goethe-Werk, habe ich mit Algenpulver gemalt. Das heißt, ich zeige euch das mal, das ist nämlich interessant. Das sieht so ein bisschen aus wie Gummibärchen, wie Jelly. Und dann bekommt das natürlich eine verdickte Konsistenz, worauf man wunderbar schreiben kann. Das heißt, wir gehen auch auf Schrift auf Seide ein. Im vorletzten Kapitel spreche ich auch über Shibori. Es ist aber kein ausführliches Thema. Es wird mitbehandelt. Ich möchte über Shibori noch einen eigenen Kurs erstellen. Dann haben wir einen wunderbaren Regenbogenschal. Der muss noch fixiert werden. Das ist jetzt eine Organza, die wirklich wie eine Knitterseide im Grunde genommen ist. Ich hoffe, ihr könnt das hier so ein bisschen sehen. Mit Organza kann man fast schon Skulpturen erstellen. Das ist ein ganz tolles Material und sie ist noch nicht fixiert. Also sie ist fertig gemalt, aber noch nicht fixiert. Euer Bonusthema, das stelle ich euch auch vor, sollte vielleicht eine Überraschung bleiben, aber na gut, das sind hier Kabeljaufische. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Also die Fische, die schwimmen über ein grafisches Design, fast schon golden. Sie wirken wirklich golden und ich liebe diesen Schal sehr. Ist ein Chiffonschal, er ist sehr, sehr leicht und hat wirklich auch eine ganz tolle Farbwirkung. Das seht ihr jetzt vielleicht ein bisschen besser. Und ja, unser Hauptthema in diesem Kurs ist Nitrofrottage.
Mit Nitrofrottage könnt ihr Fotos übertragen, also beispielsweise auch ein Bild von euch selbst. Mit Nitrofrottage könnt ihr Musiknoten übertragen. Das haben wir nämlich hier gemacht. Ich hatte ein Beethoven-Thema auf der Bühne. Da haben wir also die Musiknoten übertragen wir mittels Nitrofrottage. Dann zeige ich euch noch, wie man ein bisschen auf Seide ganz locker schreibt. Und ruckzuck habt ihr ein abstraktes Thema, das wunderschön ist. Den gleichen Schal. Dann habe ich mit der Certi-Technik, also mit Gutta, haben wir dann Schmetterlinge drauf gemalt. Und dieser Schal ist so erfolgreich, der hat sich schon zweimal verkauft. Ich kann ihn euch jetzt nicht demonstrieren. Ich habe ihn nicht mehr. Der hat sich sofort auf Instagram verkauft. Zwei große Liebhaberinnen gefunden. Eine in Costa Rica, die andere ist in den USA. Was natürlich wunderbar ist, wenn man sieht, wow, das läuft, das funktioniert. Also das sind die großen Themen. Wir sprechen über Farbentheorie, malen den Goethe Farbenkreis und vergleichen das mit einem Regenbogenschal. Wir sprechen über den Ursprung der Farbe, Geschichte der Farbe, Geschichte der Seidenmalerei. Dann behandeln wir, wie gesagt, Nitrofrottage in zwei ausführlichen Kapiteln. Und ihr bekommt am Ende 5 spannende Seidenwerke, die ihr als Gardine, als Banner, das nenne ich jetzt mal ein Banner, dass man das einfach ganz leicht auf eine Leiste hängt, da kann der Wind durchfahren, das ist eine schöne Sache. Ihr könnt es als Schal einsetzen, ihr könnt es in der Mode verwenden, ihr könnt Seide verwenden, um Lampen herzustellen. Also die Möglichkeiten sind wahnsinnig vielfältig. Wir behandeln die Themen Algen, wir sprechen über Wachs, wir sprechen über Gutta, auch über das phänomenale Produkt Resistat, das aus Neuseeland kommt, jetzt durch Amerika vermarktet wird und wirklich der Durchbruch ist in der Certi-Technik mit den Gutta-Streifen. Ganz tolle Sache, also ich führe euch auch in Resistat ein und ja, ich kann euch nur einladen, macht mit, ich freue mich sehr. Es wird eine Gruppe geben, das heißt, ihr malt nicht alleine. Wir können einmal im Monat per Zoom uns treffen und gemeinsam alle malen. Ich bin für Fragen und Antworten erreichbar, natürlich. Und es gibt auch zwei Gruppen. Das eine, ich habe eine Meetup-Gruppe der Seidenmalerei und ich habe über Facebook Silk Soul Art Vision. Dort sind international, ich darf das mal kurz sagen, knapp 400 Seidenmaler vertreten. Und mein Ziel ist es, mit Silk Soul Art Vision weltweit den größten Seidenschal herzustellen und dann so ähnlich wie Christo vielleicht das mal über einen, also ich denke so an Cruise Lines. Meine Idee war, dass man das vielleicht auch mittels Ballonfahrten über die Alpen zieht. Also ich wollte so gerne mit Luft und Seide eine Verbindung erschaffen und daraus ein großartiges Kunstwerk machen. Das wird in dieser Seidengruppe geschehen. Ich bin auf der Suche nach Sponsoren. Das ist ein großes Projekt in der Entwicklung. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, wenn ihr neugierig seid, bitte tretet auch so mit mir in Kontakt. Ich freue mich. Ja, ihr seid herzlich eingeladen zu meinem Kurs. Es kommt noch mehr. Erstmal danke ich euch und freue mich auf euch. Bis bald. Ciao. Stefanie Wilhelm, Stefanie Silk Arts.